So, da wären wir wieder. Und 98%. Wir stehen also wahrscheinlich wirklich echt vor Hanakon. Das heißt, wir müssen uns ausrüsten. Wir würden gerne zu Zoran. Und das ist eine Sache, die ich auch noch machen möchte, bevor wir gegen Hanakon kämpfen. Wir gehen jetzt zu den Dieben. Wir schmeißen so viel Ramsch auf den Boden, dass die hier gleich auftauchen. So, wir lauern jetzt einfach hier. Da kommen sie auch schon. Zack. Und es war nur einer und der hat nichts dabei gehabt. Okay. Ablegen. Und ja, ablegen. Vielleicht doch den Bogen. Ja, hat schon mal zwei erledigt. Aber keiner mit einer Teleporterrolle. Lauern. Komm schon. Wir wollen doch bloß in eure Basis eindringen und alles zurückholen, was ihr geklaut habt. Aha. Blaue magische Essenz. Irgendwie muss ich das anders anstellen. Weil ich wüsste nichts, mit dem ich schneller angreife. Die Keule ist manchmal schnell, aber nicht so wirklich häufig. Könnte noch ein Haustier rausholen. Da war noch einer. Mist. Okay, wir können zwischendurch einfach mal kurz einkaufen gehen. Hitzeaura. Oh, kommt ihr jetzt nochmal? Wie habt ihr sie euren Healer bezahlt? So, kaputt, kaputt. Mist. Wir haben sowas mitgehen lassen, das ist nicht gut. Fahren brauchen wir nicht. So, das reicht. Komm schon, wir haben jetzt schon wie viele umgebracht von denen? 6 oder so? Mehr Zeug. Das ist nicht das, was ich will. Dieser Frostatem wäre jetzt bestimmt irre praktisch, der von den blauen Magiern. Dann werden die alle eingefroren und können nicht wegteleportieren. Oder eine antimagische Aura, wenn es sowas gibt. Giftiger Stachel. Warum zur Hölle hast du einen giftigen Stachel dabei? Ah, das könnte alles aus unserem Lager sein. Also aus deren Lager von Sachen, die sie uns gestohlen haben. Dass dann davon irgendwas random genommen wird, wenn wir einen Dieb killen und das dann gedroppt wird. Und das wird nichts. Ja, Bogen. Aber das ist mir jetzt egal. Und wenn das die ganze Folge dauert, dann töte ich halt die ganze Folge über Diebe. Ich will gucken, was die alles in ihrem Lager haben inzwischen. Weil wir haben die schon so lange nicht mehr geplündert und die haben so dermaßen viel mitgehen lassen. Das könnte genau der Boost an Goldmünzen sein, den wir brauchen, um die letzten Sachen jetzt zu kaufen. Aber immer noch nicht das, was wir brauchen. Schlafzauber von hier oben sprechen? Nö. Oh, 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 oh. Wo bist du? Da bist du. Call. Na gut. Nächstes Mal hat das kleine Ding auch Energie. Und dann wird das Ding einfach, also der Gegner einfach paralysiert und kann dann nicht weg. Das ist jedenfalls der Plan. Hört sich wie ein guter Plan an. Nur, dass das kleine grünhaarige Ding mit den Antennen natürlich den paralysiert, der mir am nächsten ist, also der, den ich ihn umbringen werde, jetzt nicht so sinnvoll ist. Aber, Komm schon. Zing, zing. Da steht einer direkt vor uns. Das war komisch. Aber keine Teleporterrolle. Vielleicht kann man nur ein, zwei Mal dahin. Und das haben wir halt verspielt. Das wäre nicht so schön. Zumal ich den ja echt ernst machen müsste und eine ganze Folge lang nur Diebe töten. Was natürlich auch sehr befreiend ist, aber würde halt nichts bringen. Ich komm schon. Einfach positiv denken. Die nächste Ladung hat die Spruchrolle dabei, die wir brauchen, um hin zu teleportieren. Hoffentlich. Wenn denn überhaupt noch welche kommen.
Vielleicht bin ich zu nah dran. Genau bei den ganzen Neon-Schildern. Hier ist der Hate. Hier ist der Hate. Ja, kommt nichts. Okay, eine Etage tiefer vielleicht mal. So. 10. Kommt hier jetzt? Ich muss wahrscheinlich gar nicht duken, aber es ist irgendwie stylischer. Genau, schleich dich an. Guter Plan. Gucken, wie lange es dauert, bis er rankommt. Aber die bekommen nicht, das ist schon mal doof. Na gut, Koch. Wir hätten gerne Essenzen, grüne Essenzen, eine Menge. Wir würden gerne verkaufen. Unnützes Gedöns. Genau das. Ja, das war's eigentlich auch schon. Bank. Wir würden gerne anderes Zeug einlagern. Und zwar Schlüssel, die wir nicht mehr brauchen. So, ablegen. 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 Geht nicht mehr. Ablegen. Ablegen. Und irgendwo hier den goldenen Bogen, den wir eh nicht benutzen. Den da. Nein, nicht ausrüsten. Ablegen. Wegstecken. Ablegen. Und hier irgendwo die ganzen Papiere. So. Raus. Schwert in die Hand. Zu Zoran und gleich zuhauen. Das ist kein Dieb. Was zur Hölle? Da war immer ein Dieb. Ich glaube, wir haben sie alle umgebracht. Okay. 10 Sekunden warte ich jetzt hier, bis ein Dieb kommt. Wenn denn echt keiner bekommt, dann warte ich noch 8 Minuten, bis die Folge vorbei ist. Nö. Das ist mir echt zu albern. Und die 10 Sekunden sind auch rum. Schade eigentlich, aber na gut. Wir haben grüne Essenzen. Wir haben sonst nicht so wirklich viel, was wir machen könnten. Wir müssen eh erstmal gucken, was Hanakon denn so Tolles kann. Aber was ich glaube ist, er ist bestimmt immun gegenüber Paralyse. Also nehmen wir lieber Drachi. Der hält nämlich auch ein bisschen mehr aus als die anderen. Jedenfalls gefühlt. So, und hier sind wir richtig. Jo. Okay, dann mal... Oh, wir haben keine Pfeile. Zoran. Du kaufen Projektile, magische Pfeile. 248 Stück, das muss reichen. Na, jetzt zu Anakon. Zack. Und hat er auch so eine Beschwörungsblase? Das wäre albern. Nö. Er hat eine extra Dimension. Oh. 2 extra Dimensionen. Endlich stehst du vor mir. Wer bist du? Ich bin Hanakon, Wächter dieser Burg und Beschützer der reinen Geister. Der große Lord. So, du bist hier der Obermacker der ganzen Deppen, die mich hops nehmen wollen, hä? Obermacker? Deppen? Hops nehmen? Ich verstehe nur einige Worte deines Dialektes. Abhilfe ist vonnöten, um deine Sprache weniger Nerven zu machen. Er verzaubert uns, dass wir besser sprechen. Ah, ich fühle etwas in meinem Kopf. Hast du versucht, mein Hirn mit deiner Magie zu schmelzen, ha? Ich habe einen Zauber der mentalen Verbindung gesprochen, damit ich dein spezielles Vokabular verstehen kann, du Vollpfosten. Sehr geil. Hey! Wie du siehst, versuche ich deinen Slang zu benutzen, damit du dich etwas behaglicher fühlst. Dein Gehirn schmelzen. Wenn du nur eins hättest. Wenn ich deinen Kopf spalten würde, wäre das Einzige, was ich sehen würde, ein Faden, der dein linkes und rechtes Ohr verbindet. Ha, 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 sehr lustig. Wow, du bist der Erste in dieser Burg, der einen Sinn für Humor hat. Es ist dein Dialekt. Er ist extrem kurios. Du benutzt Beleidigungen, um zu witzeln. Nun, es funktioniert. Hör zu, du bist ziemlich cool, verstehst du? Ich fühle mich mies, dass wir bis zum Tode kämpfen müssen. Bis zum Tode kämpfen? Warum sollten wir kämpfen?
Weil du der letzte Boss bist, richtig? Du bist der große Bösewicht von allen. Und ich töte deine Lakaien und du sagst, wer ist dieser Mann? Dieser miese kleine Haufen von Geheimnissen. Aber genug geredet. Was? Unsinn, wo hast du diese dummen Ideen denn her? Nun, von Videospielen, Actionfilmen und Comics. Alle von ihnen folgen dem gleichen Muster. Am Ende des Abenteuers musst du den großen verantwortlichen Boss töten. Ehrlich? Das ist nicht so originell, denkst du nicht? Und Leute, die solche Geschichten hören, wollen kein anderes Ende? Nö, nicht wirklich. Sie werden ärgerlich, wenn es kein finales Bossmonster gibt oder der Boss leichter zu killen ist als seine Likaien oder es nicht wenigstens dreimal verwandelt. Oh Gott, jetzt setzt er ihm Flausen in den Kopf. Also wir werden gleich kämpfen müssen und er wird sich dreimal verwandeln. Oder sich eine große Schwinge wachsen lässt oder rot wird oder etwas in der Art. Ich verstehe. Ich nehme an, dass sie total indoktriniert sind und wenn das Muster durchbrochen wird, heulen sie wie kleine Kinder. Ja, das passt. Das ist richtig, sie sind zu tief im System, wie in der Matrix. Okay, du willst mich also nicht töten? Dich töten? Im Gegenteil, Junge, ich benötige deine Hilfe. Meine Hilfe? Nun bin ich sprachlos, aber ich habe Tonnen deiner Lakaien getötet. Nicht zu vergessen die 7 besiegten Wächter. Bist du nicht zornig auf mich? Hast du nicht bemerkt, dass nach dem Säubern eines Raumes nach kurzer Zeit alle Kreaturen erneut auftauchen? Hey, das ist richtig. Natürlich ist es das, Junge. Das geschieht, weil alle Kreaturen in der Burg magischer Natur sind. Mit der Hilfe der reinen Geister kann ich sie wiederbeleben. Und wieder. Um ehrlich zu sein, du hast mich ganz schön auf Trab gehalten. Und die Wächter? Sie wurden nicht wiederbelebt. Wächter brauchen mehr magische Essenz und mehr Zeit für die Wiederbelebung. Ich warte damit, bis du hierher zu mir kamst. Begreifst du, wie oft ich dich wiederbeleben musste? Mich? Aber ich starb doch nie. Genau. Du bist nie gestorben. Du hast mir die meiste Arbeit gemacht. Aber warum hast du mich wiederbelebt? Ich bin eine Störung für dich, oder nicht? Weil ich, wie ich dir schon sagte, deine Hilfe benötige. Wie du bereits weißt, ist meine Aufgabe hier die reinen Geister der Magie zu schützen und sie außer Reichweite zu halten. Ich wurde dazu auserwählt. Diese Burg zu erreichen ist fast unmöglich, da erst ein gigantischer Berg bestiegen werden muss. Einige schafften es und die, die es wagten einzutreten, trafen auf meine Lakaien und Schatten. Wir fingen und folterten sie oder behielten sie als Sklaven. Aber es gibt eine Rasse, die besonders viel Ärger macht. Elfen. Die Elfen schufen einen Weg, um sich selbst in Massen hierher zu teleportieren. Ein Portal. Das ist richtig, Junge. Ein gigantisches Portal, das sich in 5 Tagen öffnen wird, wenn wir nicht eingreifen. Sie könnten zu Hunderten kommen und die ganze Burg einnehmen. Ich sehe immer noch nicht ganz, wo das Problem für uns dabei liegt, aber okay. Wenn das passiert, ist alles verloren. Ich brauche jemanden, der sie in der Nähe des Portals teleportiert und alle Magier tötet, die daran arbeiten. Sobald sie tot sind, schließt sie das Portal. Und mein Freund, dieser jemand, wirst du sein. Ich? Warum nicht einer deiner Lakaien? Ich weiß nicht, jemand mit mehr Macht zum Beispiel. Ich sehe, du bist nicht sehr clever. Erstens, die meisten meiner Kreaturen wurden durch Magie erschaffen und können die Burg nicht verlassen. Sie existieren nur innerhalb der Burg. Zweitens, du bist sehr mächtig geworden. Die Erfahrung, die du in meiner Burg gesammelt hast, hat dich zur besten Waffe gegen diese Deppen gemacht. Aus diesem Grund habe ich dich in meine Burg teleportiert. Zusammenfassend, er hat uns, in die Burg teleportiert. Er hat das Raumzeitgefüge so manipuliert, dass die Paralleluniversen, wo wir gestorben sind, niemals passiert sind, damit er einen guten Kämpfer hat. Okay. Warte, was? Du hast mich hierher gebracht? Das ist richtig, Junge. Ich warnte die reinen Geister vor deiner Ankunft und forderte sie auf, dir ihre Magie zu geben. Und warum sind wir denn mal zickzack gelaufen? Ja? Und ich dachte, dass ich mit ihnen spielte. Es war zu einfach. Dies alles war Training. Ist das nicht riskant? Wo willst du wissen, dass ich dir helfen werde? Mehr noch, wo wolltest du wissen, dass ich dich nicht töte oder so? Einfach deshalb, weil du mich tötest, kannst du nicht in deine Welt zurückkehren. Ich brachte dich hierher und nur ich kann dich zurückbringen. Also, wenn du mir hilfst, bringe ich dich deine Welt zurück und
du behältst, was du gelernt hast. Und dazu ein Haufen Gold. Das klingt doch gut.